Unsere Spezies begann wahrscheinlich vor etwa 200.000 Jahren. Und wenn man sich den verdammten Zustand von uns ansieht, denke ich, wir können alle zustimmen, dass dies eine schreckliche Idee war. Wir werden Homo sapiens genannt. Aber wir waren nicht die ersten menschenähnlichen Kreaturen auf dem Planeten. Homo habilis stellte vor etwa 2 Millionen Jahren Werkzeuge her. Homo heidelbergensis baute vor etwa 700.000 Jahren Shelter. Und Neandertaler waren wahrscheinlich genauso schlau wie wir. Sie trugen Schmuck, begruben vielleicht ihre Toten und gaben nie die Shisha weiter, wenn sie nicht dazu aufgefordert wurden. Es gab mindestens 15 weitere menschenähnliche Arten, von denen wir wissen. Und jetzt sind sie alle verschwunden. Die letzten 3 überlebenden Arten von Menschen waren Neandertaler, die wahrscheinlich vor etwa 30.000 Jahren ausstarben, Homo florentiensis, die vor etwa 12.000 Jahren verschwanden, und wir, Homo sapiens, auch bekannt als zweibeinige Arschgeigen. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, sind wir immer noch hier. Also wo sind die anderen Hominiden? Neandertaler zum Beispiel. Neandertaler waren wahrscheinlich stärker als wir, etwas größer, mit einem ziemlich anderen Schädel und einem größeren Gehirn. Warum sind sie dann verschwunden? Die Neandertaler waren uns vielleicht überlegen, aber wir hatten eine Geheimwaffe. Und das sind laute Wortgeräusche. Sprache ist gut, um zu lästern und zu fluchen, aber sie ermöglicht auch andere Dinge, wie Organisation. Und das ist ja, wie soll ich sagen, overpowered, also auf allen 94 Niveau, auf Gojo Level, Saitama Basis, also for real. Sprache ermöglicht es dir, wie es die Evolutionsbiologen ausdrücken, richtig auf die Kacke zu hauen. Neandertaler hielten sich in Europa auf, konnten häkeln, drehten ihre eigenen Zigaretten, bauten Werkzeuge und vieles mehr. Bis vor etwa 45.000 Jahren, als wir Sapiens aus Ostafrika auftauchten. Und innerhalb von 5.000 Jahren, nachdem sie uns getroffen hatten, waren sie weg. Alle von ihnen. Das zusammen mit der Tatsache, dass wir Worte sprechen konnten, sozial komplex waren und wahrscheinlich irgendwann domestizierte Hunde hatten, um zu helfen, waren wir eine Macht, mit der man rechnen musste. Also das war's. Wir haben die sehr wahrscheinlich aufs Brutalste abgeschlachtet. Auch wenn manche von uns mit denen anscheinend sich gepaart haben. Man findet zumindest immer noch etwas DNA von denen bei uns. Aber weiter mit unserer Geschichte. Wir waren eine Weile als Jäger und Sammler unterwegs. Das Land war oft unfruchtbar, das Klima oft feindlich, der Tod lauerte überall. Also Frankfurt im Grunde genommen. Na, wenn du mich nicht kennst, dann mache ich den hier, guck. So. Steph! Aber es war wirklich nicht alles schlecht. Ihre Ernährung war wahrscheinlich ziemlich vielfältig. Gemüse, Obst, Nüsse, Insekten, Döner, was immer sie finden konnten. Und sie waren keine Idioten. Die meisten Mitglieder des Stammes mussten die Kernkompetenzen des Überlebens kennen. Welche Bären dich sofort umbringen, wie man sich das Gelände merkt, wie man Werkzeuge baut, wie man am Leben bleibt. Sie waren Überlebenskünstler. Sie mussten es sein. Wie auch immer, das ging einige 100.000 Jahre so weiter, bis wir uns daran machten, Landwirtschaft zu entwickeln. Wahrscheinlich vor etwa 12.000 Jahren. Und plötzlich wurde aus, wenn wir kein Essen finden, werden wir alle sterben. Wenn du mein Essen isst, wirst du sterben. Dann in, ich bin satt, aber ich esse noch etwas. Und schließlich in, ja, ich nehme den glutenfreien Donut und den laktosefreien Avocado-Shake. Merci. Und dann gingen wir los und bauten Gesellschaften auf. Wie? Mager, zerbrechlich, im Allgemeinen erbärmlich. Wir sind physisch keine beeindruckende Spezies. Aber wir können Sprache. Wenn du Sprache kannst, dann kannst du Mythen erschaffen. Und wenn du Mythen erschaffen kannst, dann kannst du die Welt erobern. Du wirst in deinem Leben mindestens Hunderttausende von Objekten besitzen, weil du an einen Mythos namens Geld glaubst. Wenn du mir dieses Papier gibst und die Zahl stimmt, gebe ich dir Sachen. Und der Mythos funktioniert, weil die meisten von uns sich bereit erklären, nach den Regeln zu spielen. Gleiches gilt für Universitäten, Regierungen, Nationen, was auch immer es ist. Es geht nicht darum, dass diese Dinge Lügen sind. Es sind einfach Abstraktionen, die nur in unseren Köpfen existieren. Und wenn du keine Sprache hast, kannst du all das nicht erschaffen. Uns würde nichts von einem Kamel unterscheiden, hätten wir die Sprache nicht. Wenn du keine Mythen erschaffen kannst, kannst du keine großen Gesellschaften erschaffen. Sprache ist wahrscheinlich das Tor zur Zivilisation. Und jetzt besitzen wir die verdammte Welt. Aber es war eine ziemlich lange Reise. Es gibt Hinweise darauf, dass vor etwa 100.000 Jahren die menschliche Spezies auf zwischen 3.000 und 10.000 Menschen auf der ganzen Welt geschrumpft ist. Das machte uns per Definition zu einer gefährdeten Spezies am Rande der Auslöschung. Eine Theorie besagt, dass dies auf einen Supervulkan im Tobasee Indonesien zurückzuführen ist, der möglicherweise einen vulkanischen Winter auslöste. Und selbst wenn das nicht die Ursache war, Krankheiten, Konflikte
Hungersnot, Unwissenheit waren keine gelegentlichen Besucher des menschlichen Zustands. Sie waren der menschliche Zustand für den größten Teil unserer Geschichte. Aber hier sind wir jetzt, ein übervölkerter Planet. Ob auf gute oder schlechte Weise, wir sind angekommen. Es dauerte 200.000 Jahre, um unsere erste Milliarde Menschen zu erreichen. Das war 1804. Dann erreichten wir 2 Milliarden im Jahr 1927 und dann 3 Milliarden im Jahr 1959, 4 Milliarden im Jahr 1974 und schließlich 7 Milliarden im Jahr 2007. Und jetzt sind wir unbesiegbar. Auch wenn wir uns Mühe geben, dies nicht mehr zu sein. Gott ist tot. Nietzsches etwas dramatische Art zu sagen, dass Gott keine starke philosophische Erklärung mehr für moralische Werte ist, die unser Tun im Leben bestimmt. Mit dem Ableben einer objektiven Instanz, die ideale Ziele und Werte vorgibt, öffnet sich eine Welt der Subjektivität. Auch wenn es beruhigend ist zu wissen, dass das eigene Verhalten nicht von einem Juristen im Himmel 24/7 aufgezeichnet wird, birgt diese Freiheit auch eine Schattenseite, da unsere Psyche nach Ordnung und Struktur verlangt. Wir wollen Grenzen, weil wir sie brauchen. Wenn die nicht da sind, entsteht Chaos. Und Chaos kann unser Untergang sein. Stellt euch vor, ein Nihilist wäre vor einem Knopf, der die Menschheit beenden könnte. Er könnte ihn drücken, ohne Bedenken, weil er keine moralischen Wertvorstellungen besitzt. Aber zum Glück sind wir Menschen darauf programmiert, Werte zu entwickeln, auch bekannt als moralischen Kompass. Der ist bei jedem unterschiedlich, egal ob dein Betriebssystem auf einer Religion oder einer Ideologie basiert. Einem Menschen macht genau das aus. Wenn uns Menschen alles gleichgültig wäre, hätte das Leben keinen Grund, erstrebenswert zu sein. Daher haben wir es auch geschafft, zu überleben. Gott sei Dank ist jeder auf der Welt vernünftig und denkt an das Wohl aller. Wir sind unbesiegbar. Also was könnte jetzt noch schief gehen? 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 Nun, ja. 1977 wurde eine Sonde namens Voyager 1 ins All geschossen. 41 Jahre später entfernte sich Voyager 1 mit etwa 38.000 Meilen pro Stunde von uns und ist nun 13 Milliarden Meilen entfernt. An Bord von Voyager befindet sich eine Botschaft von Jimmy Carter, dem 39. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Botschaft lautet: Dies ist ein Geschenk von einer kleinen, entfernten Welt. Ein Zeichen unserer Geräusche, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle. Wir versuchen, unsere Zeit zu überleben, damit wir in eurer leben können. Wir hoffen, eines Tages, nachdem wir die Probleme, vor denen wir stehen, gelöst haben, Teil einer Gemeinschaft galaktischer Zivilisation zu werden. Diese Platte repräsentiert unsere Hoffnung, unsere Entschlossenheit und unseren guten Willen in einem riesigen und beeindruckenden Universum. Und wenn wir nur ein paar weitere Zeilen in diese Botschaft aufnehmen könnten, um unseren Weltraumfreunden ein wenig mehr über uns zu erzählen und unsere tiefe Geschichte, unsere Ambitionen und über unsere Vorfahren, dann würde es vielleicht so klingen. PS, wir denken, es lief ungefähr so ab. Das Leben begann wahrscheinlich auf unserem Planeten vor etwa 4 Milliarden Jahren. Einfache, organische Maschinen. Wie? Wissen wir noch nicht. Dann eine plötzliche Explosion der Vielfalt, vor 500 Millionen Jahren. 50 Millionen Jahre später übernahmen Pflanzen das Land, 50 Millionen mehr und Insekten kamen. Dann betraten die Dinosaurier die Bühne. Mindestens 700 Arten herrschten für rund 145 Millionen Jahre über den Planeten, bevor etwas, möglicherweise in Asteroidenform, sie auslöschte. Aber das ist in Ordnung, denn hier kommen Fledermäuse, Schmetterlinge, Giraffen, Bären, Hyänen, Faultiere, Geier, Mammuts, Pinguine und vieles mehr. Und dann der Aufstieg der Primaten.
Vor 2 Millionen Jahren erscheint unser erster echter Vorfahre, Homo habilis. Und mindestens 15 andere Arten der Gattung Homo breiten sich über die Welt aus, bis etwa vor 200.000 Jahren als eine neue Gattung, unsere Gattung, auftauchte. Homo sapiens, großhirnige Organisatoren, Sprecher, Denker, fähig zu hoher Abstraktion und zum Bau von Stämmen, Städten und Nationalstaaten, fähig, die Welt an einem Tag zu beenden. Wir sind in ein Zeitalter großer technologischer Potenz eingetreten, obwohl es große Lücken in unserem Wissen gibt. Wir sind zu einem globalen Superorganismus geworden, obwohl wir immer noch unsere stammesbezogenen Neigungen haben. Wir haben eine Menge missgebaut und wir sind wirklich ziemlich verwirrt. Allein und ehrlich gesagt ängstlich. Und wenn wir nicht schon alle tot sind und es irgendwie ein Teil geschafft hat zu überleben, obwohl wir unser Bestes gegeben haben, diesen Planeten unbewohnbar zu machen, hoffen wir, das Privileg zu genießen, ein Beistrich in der Geschichte zu sein, anstelle eines Punktes. Also im Namen der 150 Milliarden, die vor uns kamen und unseren menschlichen Cousins, die es nicht geschafft haben, hoffen wir einfach, dass diese Botschaft euch gut erreicht. Und wir hoffen, wenn ihr uns in Tausenden von Jahren findet, dass es uns auch gut geht. Auf jeden Fall, bitte schreibt einfach zurück. Es ist dunkel hier draußen und wir sind die letzten verbliebenen Menschen.